Hallihallo, Hallöchen und willkommen bei einem neuen Video. Heute kein Messer oder kein Stahl, sondern ein bisschen was für Schutz, ja? Schutz der Tiere, Schutz des eigenen, der eigenen Gesundheit, des eigenen Lebens. So, folgende Situation. Man geht, die Tage werden ja wieder kürzer, abends mal kurz mit seinem West Whiteland Terrier und dem kleinen Jack Russell oder Chihuahua eine Runde raus, spazieren, ja, und kommt um die Ecke oder biegt auf den Feldweg ein und schon sind sie da, die Kampfhunde. So, das war jetzt reiner Sarkasmus. Wir haben selber einen Chihuahua und wenn einer anfängt rumzukläffen und den Fisch zu machen vor anderen Hunden, dann sind das meistens die kleinen verzogenen Viecher. Also wer einen großen Hund hat, liegt immer am Besitzer. Egal. Ist nur alleine der Begriff Kampfhunde. Egal. Gut. Dieses Szenario, ja, egal mit welchem Hund, ihr geht mit groß, klein, schwarz, getigert, keine Ahnung was, irgendwo auf dem Feldweg spazieren, ja, und plötzlich kommt ein nicht angeleinter Hund auf euch zu. Volle Granate, Zähne am Fletschen und ihr wisst genau, okay, der bremst jetzt auch nicht mehr vorher. Dann ist es natürlich schlecht, an der Leine den Hund hinter sich zu ziehen und sich dazwischen zu stellen. Das kann brutal in die Hose gehen, im wahrsten Sinn des Wortes, ja. Seinen Hund ableinen und loslassen ist auch nicht immer optimal. Also was soll man machen? So, jetzt gibt es hier bei uns zu Lande Sprays dafür, muss man sagen. Ja, ich meine, hier habe ich so ein, man sieht es auch an der Dose, ja, das Teil ist wirklich uralt. Ja. Protect Pfefferspray, 40 Milliliter. Die gab es damals, boah, die hat man damals am, überall, in jeder, ja, am Bahnhof in der im Kiosk, die gab es damals überall zu kaufen. Das hier ist jetzt wahrscheinlich schon 25 Jahre oder so abgelaufen. Ist auf jeden Fall uralt. Ich gehe davon aus, wenn man drauf drückt, es wird noch funktionieren. Ja, man hat hier bei den Teilen aber die Wirkung, dass man drückt drauf, dann kommt eine oder ein Nebel, ja, der gesprüht wird, ob jetzt neu oder alt. Da wird ein Nebel gesprüht und je nachdem, was für Verhältnisse und Windverhältnisse sind, haut man sich das Zeug selber hinter die Kiemen und das ist nicht im Sinne des Erfinders. So ein Pfefferspray, das ist schon was anderes wie CS-Gas. Ja? So, also davon würde ich abraten. Die gibt es dann natürlich auch hier in, ne, zur Tierabwehr in einer kleinen Stiftform. Dann kann man die schön in der Tasche mitnehmen. Ja? Ist aber genau dasselbe, wie man schon sieht, mit dem Sprühkopf. Ja, da kommt, und das hier sind jetzt genau, Moment, 12 Milliliter, ja. Das hier sind 40, da kann man schon mal 2-3 Sprühstöße abgeben, wer die Teile hier schon mal benutzt hat. Ja, also hier bei 11 Milliliter oder 12 Milliliter, das ist einmal und dann ist Feierabend. Dann ist das Teil leer, dann ist es am Ende. Von daher, ja, kann man sich überlegen, sowas zu lassen, ganz einfach. Jetzt hatte ich, weil meine Frau mal in der Situation war, vor einiger Zeit, mir was rausgesucht und das gab es damals bei Amazon. Und zwar war das dieses Teilchen hier, die Mace Pepper Gun. So, und die fand ich richtig gut. Die ist ganz simpel, ja, vom Aufbau her. Hier hinten haben wir eine Sicherung, ja, nein, so ist entsichert, dann kann man ganz durchdrücken. Die LED, nehme ich mal an, ist jetzt die Batterie leer. Normal blinkt die noch, so. Und so zieht man durch und dann ist das Teil entsichert, wie man sieht. Ja, wie gesagt, ganz simpel. Das ist nur hier vorne. So. Und der drückt dann diese Kartusche. Die kommen da rein. Ja. Und das hier, da ist immer eine dabei gewesen, wie die hier jetzt in Blau, mit Wasser. Und eine scharfe halt. So. So ist gesichert, passiert nichts. So ist entsichert. Ja. Und ja, und das Teilchen hier, ich habe mit dem Wasser ausprobiert, hat wirklich eine gute Reichweite. Wir sind reichweitenmäßig hier bei, ja, ich sag mal, guten 4-5 Metern, ne? Mit einem, wie man sieht, mit einem Strahl. Ja, das ist nichts, sondern das ist wirklich ein gezielter Strahl. Man kann auch dann mehrere Schüsse nacheinander abgeben, also kurz, oder man kann draufhalten und kann dann einmal schwenken.
War eine richtig gute Sache. Deswegen habe ich mir auch gleich noch eine geholt gehabt. Hier mit, damals sogar mit dem Holz, da waren die im Paket. Die gab es, wie gesagt, dann bei Amazon. So, und dann, so sahen dann diese scharfen Patronen aus. Ja, UC-Cartridge, Pepper Gun. Wer nachgucken will, es gibt auf YouTube einige Videos dazu. Da sind auch ein paar Typen, die haben so Kampfsportstudio und machen dort die geilsten Sachen. Und das sind Kerle, also wie so ein Wohnzimmerschrank, ja. Arme, das sollte mal ein Bein werden. Und der geht auf den anderen zu, beziehungsweise am Anfang, glaube ich, auf die Frau zu. Und die gibt ihm hiervon zweimal so eine leichte Dosis und dann ist die nächste Stunde Schicht im Schacht. Also die knien wirklich über einer Schüssel mit Wasser, die sie extra bereitgestellt hat. Und dann kommt noch eine zweite Schüssel und keine Ahnung was. Ich war mal so blöd, ja, und habe hier beim Wechseln und hin und her hatte ich das Zeug nur wahrscheinlich so ein bisschen hier an die Finger bekommen. Ja, und hab's mir das dann ins Gesicht gerieben und ja, holla die Waldfee. Man hat so richtig, richtig Spaß damit. Lange Zeit Spaß. So, zusätzlich waren hier bei der Mace Paper Gun auch noch irgendwelche Partikel mit drin, sodass das im Gesicht oder egal wo am Tier natürlich gehaftet hat, konnte man das auch noch unter UV-Licht irgendwie nachweisen. Hier, das war der Hund, der meinen Struppi zerfetzt hat. Und dann konnte man mit der UV-Lampe drüber gehen und sagen, ja, genau, das war er. Ich habe jetzt versucht, hiervon nochmal was nachzukriegen. Ich weiß nicht, ob die im Moment nur Lieferprobleme haben oder sonst was. Ja, also das hier war abgelaufen 2022. Ich habe dann noch einen Nachfüllpack bekommen. Aber seitdem, es gibt diese Mace Pepper Gun in dieser Form und auch in der anderen Form, die es danach gab, leider nicht mehr. Oder ich habe sie bis jetzt nicht mehr gesehen, auf jeden Fall nicht bei Amazon. Ja, habe ich diese Teile nicht mehr gesehen. Obwohl ich die, wie gesagt, auch hier mit dem Holster, auch von der Form her, hat so ein bisschen was von Onkel Dagoberts Donnerbüchse. Ja. Aber war eigentlich von der Handlage her von allem ganz simpel und konnte eigentlich jeder anwenden. So. Ja. Kann man sich bei Amazon und so weiter jetzt das bestellen. Die PGS, ja, von Walter, das Personal Guard System. So, und so sieht das Ganze aus. Gefällt mir, muss ich sagen, jetzt rein von der Form her, von der Größe her, ist das wirklich schön. Echt gut gearbeitet. So, dann ist meistens auch noch, oder immer, hier noch einmal Pfefferspray dabei. So ein Cartridge. Aber gucken wir uns das Teil mal an. Also, im Gegensatz zu der Mace, ja, sieht man natürlich Unterschied, ist kleiner, ja, also man spart hier eine ganze Menge nach hinten, ist natürlich schmäler, ja, und das hat aber auch einen Grund, weil so sieht das Cartridge von der Walter. Vom Walter PSG aus und so sieht das Cartridge von der Mace Paper Gun aus. So, wir haben hier, ja, also beziehungsweise bei Walter, fangen wir so an, haben wir eine Füllmenge von 11 Millilitern. Das ist gar nicht mal so viel. Um genau zu sein, eben hier in dem Stift, wie gesagt, hier haben wir 12 drin und das ist relativ. Die Birne ist relativ schnell geschält. So, das heißt hiermit mit 11 Millilitern, aber kein Sprühen, sondern wie gesagt Strahl. Auch mit UV, ja, versehen, dass man das, wie gesagt, unter UV-Licht diese Partikel wieder erkennen kann. Ja. Reichweite liegt hier auch identisch bei 4, 4,5, maximal vielleicht 5 Metern. Aber ja, mit der Mace habe ich dann doch. Und das habe ich ausprobiert. Wie gesagt, wenn ich hier so kurze Feuerstöße mache, mehr oder weniger, also so abdrücke, dann habe ich immer so ein. Dann kann ich hier 10, 12 Mal abdrücken, bis das Teil leer ist. Und hier bei der Walter habe ich es dann versucht, mit kurzen Feuerstößen, ja, oder so kurzen Spritzern in die Richtung, sage ich mal, war man dann bei. 6 Mal maximal und dann ist das Teilchen hier leer. Keine Frage,
Reicht auch, wenn man natürlich direkt trifft. Wie gesagt, Reichweite ist ungefähr identisch. Die liegen beide zwischen 4 und 5 Metern. Geladen wird die Walter hier oben, ja, zurückziehen. Ganz simpel. Und dann so kann man nicht abdrücken, weil die Sicherung bei der Walter hier hinten im Griff ist. Kennt man vielleicht von der 1911er. Colt 1911, genau. So. Und sobald ich die dann so in der Hand habe, ist die entsichert. Weiß ich nicht, ob ich dazu gut finden soll. Also mir hat das hier bei der Mace mit dem Hebel fand ich dann schon ein bisschen sicherer, muss ich sagen. Ansonsten, wie gesagt, designmäßig gefällt mir das Ganze richtig gut. Man bekommt natürlich auch, wie gesagt, separat hier nochmal dieses die Trainingskartusche dazu, dass man sagen kann, ich probiere erstmal, ich will mal sehen, wie das Ganze funktioniert. Gibt jetzt auch ein Set, da ist sogar noch ein Holster dabei, ein Gürtelholster dabei. Kostet dann aber, glaube ich, um die 100 Euro, 98 Euro, 100 Euro. Das hier und zwei Cartridges, eins zum Probieren, eins für den Ernstfall und das Holster dabei. Die gibt es auch einzeln und die Cartridges kriegt man natürlich auch einzeln zu kaufen. Effektivität ist mit Sicherheit dieselbe. Wie gesagt, zur Tierabwehr. Wenn man es gegen Menschen anwendet, gibt es, glaube ich, Konsequenzen. Ja, weil das Zeug brennt einem wirklich so richtig schön oder brennt schön lange nach. Ich weiß nicht, wer mal CS-Gas abgekriegt hat, das ist schon sehr, sehr unangenehm. Aber bei Pfefferspray, und wir reden hier immer noch von Deutschland, das ist immer noch nicht so das obere, ich glaube in Amerika und so weiter, die Pfeffersprays, die haben noch eine ganz andere Wirkung. Aber wie gesagt, zur Tierabwehr. Die Mace finde ich top, wie gesagt, finde ich super von der Bedienung her. Leider im Moment nicht erhältlich. Und momentan erhältlich dieses Walter-System. Und ich muss sagen, das ist ziemlich das Beste und Effektivste, was es momentan in dem Bereich gibt. Weil, wie gesagt, hier mit diesen ganzen Spraydingern, das geht meistens nach hinten los. Das hier ist effektiv. Und wie gesagt, mit der Wasserpistole schießen kann im Prinzip jeder. Und von daher, wenn man abends mit dem Hund Gassi geht, fällt nicht auf, sollte man sowas dabei haben. Sicher ist sicher. So viel dazu. Ich sag mal merci fürs Reingucken. Und haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Bis die Tage. Ciao. So, und hier nochmal kurz aus der beigelegten Broschüre. Nicht, wenn ich hier erzähle, Leute, könnt ihr ruhig in der Tasche haben. Darf man, ja, ist so. Aber es steht hier explizit nochmal dabei, also zur eigenen Sicherheit, bla bla, Bedienungsanleitung vollständig durchlesen. Ja. Käufer und Besitzer haben die Pflicht, alle Regeln über den Gebrauch, den Besitz von Reizstoffsprühgeräten zu befolgen. Jede Änderung an diesem Reizstoffsprühgerät kann zu einer Änderung der waffenrechtlichen Einstufung führen und ist somit unzulässig. Die Gewährleistung des Herstellers erlischt in diesem Fall sofort. Dieses Reizstoffsprühgerät ist frei erwerbbar ab 14 Jahre oder älter. Nur zur Tierabwehr bestimmt. 14 Jahre oder... Okay. Warnung, dieses Reizstoffsprühgerät nicht in der Öffentlichkeit führen oder mit ihm drohen. Es führt zu Verwechslungen mit echten Waffen und gilt als Straftat. Ändern Sie keinesfalls die Farbe und Markierung des Reizstoffsprühgeräts, um das Aussehen einer realen Schusswaffe anzugleichen. Dies ist gefährlich und gilt als Straftat. So viel jetzt nochmal dazu. Klar, Heft liegt bei. Da gibt es auch noch ein bisschen mehr zu lesen, glaube ich. Ja, zum Beispiel auf, ja, okay, hier die Bedienungsanleitung, klar. Sollte man alles sich reintun. Ich wusste aber auch nicht, dass die Teile schon ab 14 erworben werden können. Ich dachte jetzt so mit 16, 18, okay. Aber gut, wie gelesen, ja. Klar, dass man damit nicht, oder dass man das Teil in der Tasche behält und nicht irgendwo durch die Fußgängerzone oder so läuft und damit rumspielt. Ich meine, ein bisschen, also die Waffengesetze hier sind eh eine Sache für sich in Deutschland und sie werden nicht unbedingt besser, ja. Und gestraft werden eigentlich die Sammler und die Leute, die nichts machen und ein Messer immer noch als Werkzeug in erster Linie sehen, anstatt als Waffe. Und eine Waffe ist wirklich alles. Da kann ich vom Ast über den Aschenbecher eine Glasflasche, egal was, nehmen. Das wird nichts dran ändern. Aber ja, viel Gerede, gar keinen Sinn. Wir sind nicht in der Position,
sowas hat man dann natürlich in der Tasche. Und wenn dann wirklich mal der Ernstfall eintritt, dann kann man das nutzen. Ja? Aber dass man damit nicht durch die Gegend läuft und rumspielt oder sonst irgendwas und Leute bedroht, ist ja wohl ganz klar. Wie gesagt, ab 14 Jahre, und ich wollte das jetzt nur noch mal, also dass man auch keinen anderen Lauf drauf macht oder noch irgendwas. Ja, klar, man modifiziert sowas doch nicht. Das ist schön klein gemacht für die Tasche und so sollte es auch sein und da sollte es auch bleiben. Alles Klärchen. Sollte gesagt werden, oder?